Wir sind wieder in Gisborne. Alexi sucht hier jetzt dann bald einen Job. Und heute bewegen wir uns von einem Free Camping Space, wo man gratis sozusagen mit dem Auto stehen darf, in ein Hostel, das uns von seinem Freund empfohlen wurde. Das ist, wo wir heute geschlafen haben. Ich bin gerade aufgestanden und das erste, was ich mache, ich nehme meine Supplements und meine goldene Milch mit ein paar Zutaten. Zur goldenen Milch mache ich wahrscheinlich noch mal ein Video, aber heute zeige ich euch einfach mal, was ich da rein tue. Wer es nicht eh schon mitbekommen hat, mein Freund und ich leben seit fast einem halben Jahr im Van in Neuseeland. Was ich am Vanlife liebe, dass wir unterwegs sein können, auf Reisen, und unsere Küche immer dabei haben, dass wir essen und kochen können, wo auch immer wir wollen. In der Zwischenzeit habe ich schon angefangen, meine goldene Milch zu mischen. Von der Menge mache ich das immer nach Augenmaß, wie ihr sehen könnt. Aber sagen wir mal, ich nehme einen Löffel Gerstengras, einen Löffel Kurkuma und einen halben Löffel Ashwagandha. Eine Prise Pfeffer und vermenge das Ganze mit Sojamilch. Den Drink nehme ich seit ungefähr 3 Monaten jeden Tag zu mir. Ich mache dazu bestimmt nochmal ein eigenes Video. Ihr könnt mich ja in den Kommentaren wissen lassen, ob ihr ein Video zu Supplements sehen wollen würdet. Aber für jetzt lasse ich das einfach mal so da stehen. Nach der goldenen Milch gehe ich meiner Morgenroutine nach und creme mich mit meiner selbstgemachten natürlichen Bodylotion ein. Ich habe jeweils zur Bodylotion und zu meiner Morgenroutine ein eigenes Video, das markiere ich euch hier in der Infobox. Da könnt ihr nach dem Video ja gerne mal vorbeischauen. Wir sind gerade beim Pirate Ship angekommen und ich liebe es jetzt schon, aber nur weil ich etwas gesehen habe. Okay, didn't expect that. Hallo! Ja, hallo! Ja, hallo! Hallo! Na, wie geht's dir denn? Hallo! Hallo! So, if you like cats, you're right here. Oh! Who's hiding here? Ich trinke nicht mal jeden Tag Kaffee, aber ich trinke ihn sehr gerne und genüsslich. Wusstet ihr, dass man für 1 Kilo Kaffee 21.000 Liter Wasser verbraucht, bis er so verpackt in unseren Händen landet? Zum Vergleich, für 1 Kilo Avocados braucht man zum Beispiel unter Anführungszeichen nur 1.600 Liter. Danke an dieser Stelle für diese Veranschaulichung, Isa. Das soll jetzt nicht dazu führen, dass man sich schlecht fühlt, wenn man Kaffee trinkt, sondern einfach dazu, dass das Bewusstsein wächst und wenn man Kaffee trinkt, ihn auch wirklich genießt. Ich verwende hier Bio-Kaffee aus Neuseeland, dazu ein bisschen Dattelsirup, einen Hauch Kardamom und einen Schuss Sojamilch. Seht ihr, wie ich zum ersten Mal vegan scrambled eggs gegessen habe. Das war gar nicht so lange her und es war so lecker. Ich schwör's euch. Wenn ihr wollt, schnappt euch jetzt Zettel und Stift. Für das Rezept braucht ihr einen Esslöffel vegane Butter, 2 Esslöffel Hefeflocken, einen halben Esslöffel Kurkuma, halber Esslöffel Paprika, 1 Esslöffel Senf, 3 kleingehackte geröstete Knoblauchzehen, 1 feingehackte geröstete Zwiebel, ungefähr 80 Milliliter Sojamilch, ein bisschen Petersilie. Den Tofu habe ich in Würfel geschnitten und dann zerdrücke ich das Ganze mit einer Gabel. Thank you.
ihr seht, vermenge ich die ganzen Zutaten. Wir haben normales Salz verwendet, man kann aber auch Kala Namak verwenden. Das ist Salz mit einem Schwefelgeschmack, ist aber nicht notwendig. Eine Prise Pfeffer kommt dann auch noch dazu. Die Sojamilch, nicht abgewogen, aber nach Augenmaß. Und so sieht das Ganze dann aus. Ich sage euch, das ist das perfekte Rezept für vegane Rühreier. Das Rezept ist vegan, glutenfrei und wie nachhaltig das Rezept ist, darüber lässt sich streiten. Wenn man das jetzt jeden Tag so isst, dann muss man halt schauen, dass man den Tofu wirklich bio und unverpackt herbekommt. Aber ja, für ab und an finde ich das Rezept zum Fressen geil. Geht's euch da auch so? Bei mir stellt sich beim Essen jetzt nicht nur noch die Frage, ob es vegan und glutenfrei ist, sondern wie das Ganze auch für die Umwelt ist. Und ich bin da auf jeden Fall noch ein Work in Progress. Plastik zu vermeiden fällt mir in manchen Lebensbereichen leicht, so wie zum Beispiel meiner Haarroutine, Plastikflaschen, Plastiksackerl vermeiden. Aber wenn es zu Processed Food kommt, dann habe ich definitiv noch Schwierigkeiten. Die Lösung zum Beispiel ist darauf zu verzichten, aber das möchte ich im Moment auf jeden Fall noch nicht komplett. Ich gebe mein Bestes, lerne aber definitiv noch. Man ist ja sowieso ein Leben lang ein Work in Progress. In der Zwischenzeit habe ich schon alle Zutaten in der Pfanne gebraten. Mit einem Stückchen Butter lege ich die Mais-Tortillas auch noch in die Pfanne. Und im Hintergrund seht ihr, wie ich das vegane Rührei in die Mais-Tortilla lege und das mit Avocado toppe. Très bon. Nach dem Frühstück habe ich mich zum Schweinchen gesetzt. Zu dem Zeitpunkt war ich an meiner 7-Tage-Lese-Challenge dran. Dazu kommt nächste Woche ein YouTube-Video online. Auf Instagram haben ja einige meiner Follower auch mitgemacht. Das fand ich so toll. Wenn du mir noch nicht auf Instagram folgst, dann mach das unbedingt. Merci, Bubu. Merci, Bubu. Zum Mittagessen gab es Reste von gestern. Das machen wir immer so. Wir kochen so viel, dass jeder von uns zweimal was davon hat. Zum Mittag gab es Kartoffelpüree mit Lauch und Karotten, zubereitet in Sojamilch. Und dazu eine vegane Béchamelsoße und gekochtem Brokkoli. Das war wirklich super lecker und gemacht von meinem Bubu. Nach dem Lesen habe ich ja auch noch Yoga gemacht. Das habe ich gleich mal mit meinem Haarewaschtag vereinigt. Abendessen gab es Jackfruit Curry mit Reis, super lecker. Dazu Paprikapulver, eine Paprika, Spinat, Currypulver, Coconut Cream für die Soße, Jackfruit, Kürbis, Petersilie, Leinsamen. Hier mache ich den Reis mal auf den Herd. Alexi schneidet die Zwiebeln. Der Knoblauch wird fein gehackt, die Zwiebeln werden angeröstet. Ich mag es gern, wenn ich dann noch ein bisschen Currypulver dazu tue, dann entfaltet sich der Geschmack gut. Das ganze Gemüse wird fein gehackt, die Paprika machen wir in der Pfanne. Bubu schält und würfelt den Kürbis, währenddessen schneide ich eine Süßkartoffel in kleine Stückchen. Die Süßkartoffel koche ich in Wasser. Der Kürbis kommt dann in den Ofen. Die Jackfruit lege ich ins Wasser und zerdrücke sie mit meinen Fingern. Schau, ob eh keine harten Teile drinnen sind und keine Kerne. Wir hatten ganz schön viele Besuch in der Küche.
habe ich mit Paprikapulver und ein ganz kleines bisschen Öl mariniert. Ich liebe Öl und ich reibe mich damit ja eh ein, aber ich liebe es, ihn auch zu verzehren und zu konsumieren. Im Moment schaue ich, dass ich das ein bisschen intuitiv reduziere. Die Jackfruit kommt in die Pfanne, für mich gibt's Bussis, von der Katze gibt's für die Kamera Bussis. Noch der letzte Feinschliff, Petersilie wird fein gehackt. Dann vermengen wir alles zusammen in der Kokosnusssahne. So folgt das Ende des letzten Gerichtes auch schon. Hier wird noch schön serviert und dann geht's auch schon an den Esstisch essen. Danke fürs Zuschauen, vergesst den Kanal nicht zu abonnieren. Viele Bussis und Baba.